Mein Name ist Alex Mechling. Ich bin 17 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, komme aus Paderborn und seit 1,5 Jahren mache ich hier die Ausbildung bei Ahle. Und vorher habe ich noch zahlreiche Praktikas bei Ahle absolviert und werde halt noch so im nächsten Monat 18. Naja. Ich bin Autist und bei mir wurde das im Alter von 4 Jahren diagnostiziert im November 2002, als ich damit angefangen hatte mit der Sprache und ich habe so ein komisches Wort gehabt, das hieß, naja, Carbon, so nah verwandt mit haben. Carbon, das ist so kein richtiges Deutsch, denn bei den Autisten entwickelt sich die Sprache wohl schwieriger, ne? Naja. Was bei den Symptomen vorkommt von Autismus ist, Kommunikationsproblem und so wenig mit Leuten in Kontakt und, naja, diese Entwicklungsstörungen, zum Beispiel diese Lernstörungen noch bis zur geistigen Behinderung. Und was ich irgendwie noch habe, ist das, und auch Veränderungsangst, weil bei Autisten, also reagieren die so sehr empfindlich bei solchen Veränderungen, zum Beispiel bei diesem Möbel und so, der steht halt wie beim Alten und wollen die das also neu aufstellen und sowas reagieren halt die Autisten auf Veränderungsangst. Und noch diese Wutausbrüche, diese Aggression und noch diese Selbstverletzung kommen ja auch vor bei den Autisten. Und man ist ja irgendwie halt so schüchtern, man reagiert so empfindlich und so, ne? Wenn man mit solchen Personen spricht, schüchtern ist. Ja. Aber es gibt auch bei Autisten und so, die auch so sehr intelligent sind. Ein Professor zum Beispiel, der im Keller seine Ruhe haben will und als Programmierer tätig ist. Und die auch so gut Mathe können. Die Autisten. Und ich zum Beispiel, ich kann mir halt die Geburtsdaten merken. Und es ist halt, halt auch sehr interessant für mich, dass Zahlen ja halt meine Freunde sind. Wenn ich bei, naja, fast allen Kollegen die Geburtsdaten merke und in Mathe, also in der Schule war ich auch voll gut, habe mich ja halt gefördert in der Förderschule, da, sobald ich halt einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bekommen habe, auch so in der Grundschule habe ich ja mit Mathe Schwierigkeiten gehabt und doch mit auch in anderen Fächern. Und was noch so bei Autisten gibt, so ein therapeutisches Mittel, das Malen und Zeichnen und so, das hilft bei den Autisten sehr weiter. Ja, wir, die Malermeister Ahle GmbH, hat schon vor vielen Jahren, war einer der ersten Handwerksbetriebe, die sich der Charta der Vielfalt, Diversity als Chance unterzogen hat und diese Urkunde unterzeichnet hat. Und dies leben wir auch und wertschätzen wir auch mit unseren Mitarbeitern. Und somit ist es auch gekommen, dass aufgrund unserer sozialpolitischen Aufgabe wir auch uns entschlossen haben,
einen Autisten in ein Praktikum zu nehmen. Er hat sich bei uns beworben. Er hat in 2014 zweimal jeweils ein Praktikum von 14 Tagen bei uns gemacht und hat sich dann auch bei uns beworben, in ein Lehrverhältnis übernommen zu werden. Wir haben dann erst ein Jahr eine Einstiegsqualifizierung mit ihm vollzogen, die er positiv abgeschlossen hat. Und ab Mitte letzten Jahres haben wir dann einen Ausbildungsvertrag gemacht und ab August 2015 ist er nun bei uns auch Lehrling im ersten Ausbildungsjahr als Maler und Lackierer. Und wir haben sehr gute Erlebnisse, Ergebnisse. Er ist auch sogar Klassensprecher seiner Klasse geworden. Bei Kunden wird er wertgeschätzt in der Firma. Wir machen auch Firmensport mit ihm zusammen. Und Alex ist einfach ein ganz zuverlässiger Mitarbeiter, der seine Berichtshefte regelmäßig schreibt. Sein Schriftbild ist wie ein geschriebenes Buch. Er ist fleißig, er hat gute Noten in der Schule. Und wir hoffen, dass er auch es schafft als Autist, der manchmal auch in Panik gerät oder der eigentlich nur Sachen, nicht sehr viele Sachen auf einmal behält, sondern man muss ihm die Sachen mitteilen. Er wiederholt sie dann, aber trotzdem führt er sie dann eigentlich viel vertrauensvoller, viel besser und intensiver aus als manch anderer. Er ist dann auch schon vielen Auszubildenden weiter im Vorteil oder weiter voraus, kann man sagen. Und wenn diese 3 Jahre abgeschlossen ist, denke ich, haben wir einen wertvollen Mitarbeiter gewonnen, der sicherlich Freude und Spaß an der Arbeit hat und unsere Kunden und unsere Mitarbeiter und unser ganzes Team wertschätzt seine Art und Weise, seinen Autismus. Und ja, wir freuen uns einfach, sich so eine Aufgabe zu stellen, auch mal einem Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, nicht in einer Ausbildungswerkstatt seine Ausbildung zu machen, sondern in einem richtigen Betrieb, in einer dualen Ausbildung. Was besonders an dem Beruf Spaß macht, ist ja, dass man irgendwie halt auch so mit den Farbtönen zusammenarbeitet. Man kommt ja halt mit den Farbtönen in Kontakt und so, ne? Weil das ist halt was Positives in dem Leben. Also Farben, das sind ja halt solche wahrnehmende, oder nein, halt individuelle Wahrnehmung. Wenn man das halt so beschreibt, es gibt ja halt spezielle Farbtöne und so, zum Beispiel Graphit Blau oder Tannengrün, solche Beispiele bei den Farbtönen, und das beeindruckt mich ja halt sehr, wenn man halt mit solchen Farbtönen streicht. Wie und auch noch bei dieser Lasur, wie zum Beispiel diese Lasur, die das an der Wand machen, und das finde ich auch so ganz schön, so speziell. Aber ist ja auch ganz schön interessant, wenn man jeden Tag an diesem Buch was Neues erlebt. Yeah.